Das ist Guten Morgen Amerika. Ich bin Stefan Liebig von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York. Hallo. Hi. Ich bin Stefan, euer Mann aus New York. Und das ist Guten Morgen Amerika. Und hier könnt ihr alles erfahren, was die Wahlen in den Vereinigten Staaten von Amerika betrifft, die dieses Jahr stattfinden. Und eine Frage, die uns alle bewegt, ist, was ist eigentlich mit den Republikanern los? Und da freue ich mich heute, einen tollen Gast zu haben, nämlich Annika Brockschmidt. Annika Brockschmidt ist Journalistin, Podcasterin, Autorin und Bestseller-Autorin. Und dein Buch Amerikas Gotteskrieger war sehr erfolgreich. Und jetzt gerade ist ein neues Buch erschienen, nämlich Die Brandstifter, wo es genau darum geht, worüber wir heute reden wollen, wie es eigentlich passiert ist, dass Extremisten die Republikanische Partei übernommen haben. Schön, dass du da bist. Gerne. Also, ich fange gleich mit der entscheidenden Frage an. Wie konnte das passieren? Wie kann es sein, dass jemand wie Donald Trump, ein Rassist, ein Sexist, ein mehrfach Angeklagter, jetzt tatsächlich ernsthaft Kandidat der Republikanischen Partei werden könnte? Also ich glaube, da kommen ganz viele verschiedene Faktoren zusammen. Einmal ist wichtig, dass Donald Trump letzten Endes zur rechten Zeit am rechten Ort war. Und er Trends mit aufgegriffen hat, die sich seit Jahrzehnten in der Republikanischen Partei nicht nur fortgesetzt haben, sondern auch vom politischen Establishment befeuert wurden, heraus aus einem Machtkalkül. Das heißt, man hat extreme Kräfte, rechtsextreme Kräfte nicht nur bespielt und den Raum gegeben, sondern man hat sie auch aktiv befeuert, in der Hoffnung, dass es einem an der Wahlurne hilft, aber in der irrigen Annahme, dass man sie kontrollieren könnte. Und gleichzeitig, das ist der zweite wichtige Faktor, hat Trump anders als das politische Establishment der Partei begriffen, dass die Basis sich über die Jahrzehnte hinweg so sehr radikalisiert hat, dass sie dem Extremismus im Herzen quasi kein bürgerliches Gewand mehr geben müssen. Das heißt, Trump hat quasi das ungefiltert geliefert, was andere republikanische Politiker durch Dog Whistles, durch Umschreibungen in ein, ich sag jetzt mal, etwas salonfähigeres Paket gepackt hatten. Und das zusammengenommen hat uns heute dahin geführt, wo die Republikanische Partei ist. Wenn wir mal zurückschauen in die Geschichte dieser Partei, was vielen wahrscheinlich in Deutschland gar nicht bewusst ist, dann ist das ja eine durchaus wechselvolle Geschichte. Und der wahrscheinlich wichtigste, einflussreichste republikanische Präsident, Abraham Lincoln, hat dafür gesorgt, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Eigentlich etwas sehr Progressives. Wie ist es eigentlich passiert, dass diese Partei heute die rechte von beiden Parteien geworden ist? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass, wenn man allein auf die letzten 100 Jahre schaut, dass diese klare Trennung, die Republikaner, das ist die rechte Partei, das ist die rechtsreaktionäre Partei, wo sich jetzt auch einige faschistoide Tendenzen zeigen, das war nicht immer so. Und zweiter Punkt ist noch die Demokraten. Das heißt ja bei uns oft, ja, die Republikaner sind rechts, die Demokraten sind links. Mhm. Die Demokraten bilden heute, ich sage jetzt mal im Vergleich mit dem deutschen Parteienspektrum, alles von CDU, CSU bis zur Linkspartei ab. Aber zurück zu den Republikanern. Das war in der Tat mal die Partei der Sklavenbefreiung. Ne? Und es gab dann in dieser sehr wechselhaften Geschichte der Partei einen Prozess, wo sie sich relativ schnell quasi weg von dem noch sehr liberalen Weltbild Lincolns wegentwickelt hat, hin zu einer Partei, ich sag mal jetzt mal der Geschäftsleute, Partei von Big Business, möglichst wenig staatliche Regulierung und so weiter und so fort. Und deswegen auch große Gegner des New Deals von Roosevelt waren. Also die damals auch sehr beliebten Sozialreformen von Roosevelt. Und aus dieser Koalition, die sich darum gebildet hat, noch gar nicht mal in der Republikanischen Partei, aber unter Ultrakonservativen, die haben sich lange überlegt, gründen wir eine dritte Partei oder übernehmen wir eine der bereits bestehenden Parteien. Und weil sich die Demokraten um die 40er, 50er Jahre hinweg mit dem Erstehen der Bürgerrechtsbewegung immer mehr, zumindest auf Landesebene, hinter die Bürgerrechtsbewegung gestellt haben, haben einige konservative Strategen da zwei Schlüsse draus gezogen. Erstens,
die Republikanische Partei passt uns, was unsere Wirtschaftspolitik angeht, besser. Und zweitens, weil die Demokraten jetzt pro Bürgerrechtsbewegung sind, zumindest auf Bundesebene, ist hier eine Möglichkeit. Mhm. Das heißt, wir können die weißen Wählerinnen und Wähler im Süden und im Südwesten, aber auch in den Vorstädten im ganzen Land zu uns holen, mhm, wenn wir das rassistische Ressentiment von denen bedienen, wenn wir sagen, wenn wir das quasi verknüpfen mit der Gegnerschaft zu Sozialleistungen, wenn wir sagen, Sozialleistungen, die ihr eigentlich gut findet, die sind schlecht, weil die gehen an Leute, die sie gar nicht verdient haben, die auf der faulen Haut liegen. Mhm. Und diese Leute sind in dieser Erzählung nicht weiß. Und das war in der Republikanischen Partei nicht nur umstritten, sondern wirklich umkämpft. Es gab Widerstand dagegen. Diese Partei war in den 50er Jahren noch nicht in fest konservativer Hand. Also Eisenhower war Ultrakonservativen verhasst, mhm, je nachdem, wie weit man dann nach rechts ging. Leute wie John Birch haben gesagt, das ist ein Kommunistengeheimer. Aber es hat sich letzten Endes eine Strömung durchgesetzt, die mehr und mehr die moderaten Kräfte aus dieser Partei verdrängt hat. Das sehen wir ja jetzt auch daran, dass sogar zwei Leute, die, glaube ich, nie auch nur in den Verdacht kommen könnten, irgendwie Mitte links oder gar links zu sein, Adam Kinzinger und Liz Cheney, mhm, für diese Partei zu liberal geworden sind. Ja. Und das will ja schon was heißen. Nikki Haley, Ron DeSantis, wie würdest du die einschätzen? Sind sie mehr der moderate Flügel? Gehören sie auch zum rechten Flügel? Ja. Sind sie die Zukunft der Partei? Ich meine, auch Donald Trump ist ja alt, 77 Jahre alt. Man muss ja in die Zukunft dieser Partei schauen. Ja, die Frage ist, wie sehr die Partei selber in ihre Zukunft schaut und dafür plant. Im Moment würde ich sagen, nicht sonderlich. Noch vor einem Jahr wurde ja Ron DeSantis als mögliche, wenn nicht vernünftige Trump-Alternative gehandelt, sondern als zumindest berechenbarere. Mhm. Das Berechenbarere mag gestimmt haben, was er mit Sicherheit nicht war oder ist, ist eine moderatere Alternative. Mhm. Es verhält sich, glaube ich, so ein bisschen wie mit Glenn Youngkin, Gouverneur von Virginia, bei dem man auch gesagt hat, naja, er trägt eine Steppweste, der schreit nicht, ne, sondern der spricht ins Mikro, aber er macht dieselbe Politik. Mhm. Und ein Ron DeSantis hat mittlerweile ja den Vorwahlkampf verlassen, nach einem desaströsen Ergebnis in Iowa. Man kann sagen, gut, er hat den zweiten Platz gewonnen. Wieso ist der dann raus, wenn Nikki Haley, die dritte geworden ist, noch drin ist? Das liegt daran, dass Ron DeSantis, anders als Nikki Haley, all seine Zeit und sein Geld in Iowa investiert hat. Er hat alle 99 Counties besucht. Iowa ist der Staat, wo weiße Evangelikale den größten Anteil der Wählerschaft stellen. Mhm. Da hätte es gut laufen müssen. Mhm. Es lief nicht gut. Mhm. Und ihm ist letzten Endes, abgesehen davon, dass er ein katastrophaler Kandidat war, was, glaube ich, jeder weiß, der schon mal ein Video mit Wählerinteraktion von ihm gesehen hat. Ja. Hart. und das kann man auch mit Geld nicht mehr wettmachen. Aber am Ende ist ihm auch einfach das Geld ausgegangen. Mhm. Nikki Haley versucht, glaube ich, würde ich sagen, für eine Partei zu kandidieren, die es nicht mehr gibt. Nikki Haley macht auch rechte Politik, macht auch Politik, die menschenverachtend ist, was LGBTQ-Menschen angeht, ist ganz, ganz laut in Sachen Anti-Trans-Rhetorik, Anti-Trans-Politik. Aber sie kandidiert so ein bisschen für die Republikanische Partei, sagen wir mal, der späten 90er Jahre. Die existiert so nicht mehr. Das sieht man daran, wer sie wählt in den Vorwahlen. Nikki Haley baut auf eine Koalition aus Independents, also Leute, die nicht registriert sind für die eine oder die andere Partei, auf Demokraten, die in manchen Bundesstaaten auch abstimmen dürfen, teilweise, wenn sie vorher die Parteizugehörigkeit gewechselt haben. Aber da gibt es keinen Weg zu einer Mehrheit in dieser republikanischen Partei. Es gibt keine Anti-Make America Great Again-Koalition in dieser Partei. Und deswegen ist es letztlich, wenn jetzt nicht das kommt, was der ehemalige republikanische Stratege Tim Miller den Hamburger from Heaven nennt, also sollte Donald Trump etwas Medizinisches noch zustoßen, dann hat Nikki Haley keine Chance. Und selbst wenn ihm was zustoßen würde, dann ist es eine rechtliche Frage, wer hat wie viele Delegierte, wie klärt man das? Aber es gibt keine anti-Trumpistische Mehrheit in der Republikanischen Partei. Zumindest nicht aktuell.
Und das Neueste ist, dass sich die Republikaner ja nun auch noch gegen eine der beliebtesten Menschen in den Vereinigten Staaten wenden, nämlich Taylor Swift. Ja. Was ist da passiert? Ja, das ist eine recht bizarre PR-Entscheidung, die sie da getroffen haben. Wer jetzt, wäre ich Gott bewahre republikanischer Beraterin, würde ich jetzt nicht dazu raten, sich gegen jemanden mit solchen Beliebtheitswerten zu stellen, die auch noch aus der Country-Szene ursprünglich kommt. Aber das mal beiseite gelassen. Das ist, glaube ich, nur zu verstehen, wenn man entweder in sehr, sehr rechten Online-Räumen sich den Großteil des Tages rumtreibt oder es der Job ist, sich dort rumzutreiben. Letzteres bei mir der Fall. Folgendes. Da vereint sich gerade zwei Feindbilder. Das eine ist die NFL. Vielleicht unerwartet. Was haben die auf einmal gegen Football? Ja. Ist doch sehr amerikanisch eigentlich. Is American as Apple Pie so. Ja. Aber nachdem Colin Kaepernick sich hingekniet hat für Black Lives Matter und so, gibt es Vogue. Ja, extrem woke und linksradikal, die NFL, man kennt das. Und deswegen gab es schon viele Verschwörungstheorien, dass die NFL eine Psychological Operation, also eine PSYOP ist, also vom Geheimdienst, also alle Leute mit in großen Anführungszeichen woker Ideologie zu infiltrieren und Antirassismus und so den Untergang des Landes herbeiführen wird. Ich paraphrasiere, das sind nicht meine Worte. Und jetzt ist ein NFL-Star mit Taylor Swift zusammen. Taylor Swift hat sich, auch wenn man das nicht meinen sollte, noch gar nicht zu diesem Wahlkampf geäußert. Sie hat aber bei der letzten Wahl ein Endorsement, Unterstützung für Joe Biden abgegeben. Man kann jetzt davon ausgehen, dass sie das vermutlich wieder tun wird. Es ist aber noch nicht geschehen. Jetzt verbinden sich also NFL-Star und diese ganze Rattenschwanz an Verschwörungstheorien daran mit, hier ist eine Frau, junge Frau mit liberalen Ansichten, die diese selten, aber ab und an äußert und sie ist unverheiratet. Großes Drama und muss natürlich von der CIA geschickt worden sein. Das ist nämlich das, was behauptet wird, dass es auch das eine sogenannte PSYOP sei. Und das Ding ist, es funktioniert innerhalb dieses rechten Ökosystems super, weil das treibt natürlich Klicks, Taylor Swift, wird alles angeguckt. Es funktioniert aber halt nur innerhalb der einigen Blase. Alle anderen gucken sich das an und fragen sich, geht's dir gut? Was geschieht? Und das ist, glaube ich, symptomatisch für das generelle Problem, was diese Partei hat, nämlich nicht nur die eigene Basis zu motivieren, dafür muss sie immer radikalere Inhalte bringen und dieses Klima der Angst ja am Laufen halten. Brauchst ja immer eine neue Krise. Du musst Angst haben, wovor? Taylor Swift, die CIA schickt Taylor Swift, um Amerika zu zerstören. Da hört man mal zu, wenn man in diesem Klima aufgewachsen ist. Aber damit überzeugt man keine Wechselwähler, keine Independents und interessante Strategie. Wenn wir uns die lange wechselvolle Geschichte der Republikaner anschauen und den Wahnsinn, den du gerade beschreibst, gibt es denn Hoffnung, dass es mal irgendwann wieder anders wird? Weil selbst wenn ich nicht konservativ bin, ein Land mit nur einer Partei ist ja auch keine gute Lösung. Nee, auch wenn das in einigen republikanisch regierten Bundesstaaten ich weiß, wir wollen auf Hoffnung hinaus am Ende. Ich komme darauf zurück. Gut. Schon Realität ist, Wisconsin ist ein Beispiel. Die ein republikanischer Einparteienstaat sind. Wo effektiv nur Republikaner dank der kreativen Ziehung von Wahlkreisgrenzen, sogenanntes Gerrymandering, gewinnen können. Aber Hoffnung. Hoffnung ist ein schönes Wort. Für die nahe Zukunft habe ich zumindest, was den Zustand der Republikanischen Partei angeht, tatsächlich wenig Hoffnung. Einfach aus dem Grund, dass es innerhalb der Logik dieser Rhetorik keine ideologische Off-Rampe gibt. Also wie will ich meiner Basis erklären, dass die Demokraten jetzt doch keine Sex-Trafficking-Kinderhändler sind, die Todesschwadronen ausschicken, das hatte Marjorie Taylor Greene behauptet, mittlerweile ja fest etabliert im republikanischen Mainstream.
Sie hat dem Speaker zu seinem Job verholfen im Repräsentantenhaus. Das ist schwer zu verkaufen. Das heißt, es bräuchte genug Leute, die quasi zugeben, das war Bullshit, das war Angstmacherei, das hatte mit der Realität nichts zu tun. Und selbst dann ist es fraglich, ob die Basis das überhaupt glauben würde. Der Silberstreif am Horizont, den gibt es durchaus. Erstens, es ist noch kein Automatismus, dass Trump oder irgendein Republikaner die nächste Wahl gewinnt. Republikanische Partei steht mit ihren Themen und ihren Ansichten dazu nicht für die Mehrheit dessen, was die amerikanische Bevölkerung will. Sie sind trotzdem manchmal in der Lage, Wahlen zu gewinnen, weil sie Schlupflöcher im politischen System ausnutzen. Aber insgesamt ist diese Radikalisierung im Moment so am Laufen dieser Partei und deswegen fühlt sich das so extrem an, weil die haben ja wirklich nochmal aufgedreht, allein in den letzten 2 Jahren, weil sie wissen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Mhm. Das heißt, diese Gesellschaft wird pluralistischer, sie wird weniger weiß, sie wird toleranter. Und auf die Dauer wird das der Untergang der Republikanischen Partei sein, wenn sie sich nicht moderiert, auch wenn ich nicht glaube, dass sie das im aktuellen Zustand kann. Also ein bisschen Hoffnung. Ich höre nicht viel Hoffnung. Nein, ich habe mein Bestes. Aber du hast es versucht, Wer mehr wissen will über die Brandstifter, über die Veränderung der Republikanischen Partei, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Vielen Dank, Annika, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ihr folgt bitte weiter dem Guten Morgen Amerika Videopodcast, wenn ihr mehr wissen wollt.